Und wir laufen jetzt auf der Straße weiter. Die österreichischen Straßenlaufmeisterschaften über 5 und 10 Kilometer sind vor kurzem in Mooskirchen in der Steiermark ausgetragen worden. Und das trotz Corona-Pandemie mit einem Rekordteilnehmerfeld. Die Athletinnen und Athleten haben bei perfekten Bedingungen ihre Leistungen abgeliefert. Die Straßenlaufsaison wird heuer in der Weststeiermark eingeläutet. Und nach einem Jahr, in dem es kaum Wettbewerbe gab, ist die Vorfreude entsprechend groß. Endlich wieder mal ein Rennen, endlich wieder mal ein Startschuss. Also das fühlt sich total gut an. Es dürfen hier ja nur Lizenzläufer laufen. Deswegen ist das schon was sehr Besonderes, überhaupt hier sein zu dürfen. Wir sind extra 3,5 Stunden aus dem Salzburger Land hergefahren und wunderbar, die Kollegen wieder zu sehen. Rund 70 Helfer sind im Einsatz, um auch unter strengen Corona-Auflagen die Durchführung der Meisterschaften zu gewährleisten. Als wir uns vor 2 Jahren eben für diese Meisterschaft beworben haben, konnte keiner wissen, was auf uns zukommt. Wir haben uns trotzdem der Herausforderung gestellt, haben nicht verschoben, nicht abgesagt und stehen heute hier mit neuen Teilnehmerrekord für österreichische Meisterschaften im 5 und 10 Kilometer Straßenlauf. Denn insgesamt sind 400 Athletinnen und Athleten in 3 Startgruppen mit dabei. Gelaufen wird auf einem 2,5 Kilometer langen Rundkurs. Die Strecke ist flach und das Wetter optimal. Topzeiten sind also definitiv möglich. Und diese hat das Top-Trio der Damen auch im Visier. Triathletin Lisa Berterer im weißen Shirt übernimmt schnell die Spitze und hält das Tempo sehr hoch. Nach knapp 2 Runden steigt sie aber aus dem Rennen aus. Die Vorjahreszweite Julia Meyer übernimmt die Führung und gibt diese bis zum Ende nicht mehr her. Ich bin dem Stefan Meyer so dankbar und dem Steirischen Landesverband, dass sie das da organisiert haben. Trotz der schwierigen Auflagen, überall wird alles abgesagt und da findet es zum Glück statt. Und das ist halt für uns Sportler, wir wollen laufen und müssen laufen, um unsere Leistung zu zeigen. Und ich bin unfassbar glücklich heute. Platz 2 ist völlig in Ordnung hinter der Julia. Die 2 war jetzt für mich nicht so berauschend. Das lag daran, dass dieser Berterer die ersten 5 Kilometer so wahnsinnig schnell angegangen ist. Das war klar, dass ich das nicht werde halten können und dann bin ich einfach ziemlich explodiert. Bei den Herren gibt es den klaren Favoritensieg. Andreas Wolter läuft ein einsames Rennen und setzt sich mit einer Zeit von 29 Minuten und 14 Sekunden über die 10 Kilometer durch. Ich wäre gerne eine Spur schneller geraten. Ich habe gesagt, vorher unter 29 Minuten will ich bleiben. So war ich 29, 10, 15 in dem Bereich, was ich selber gesehen habe. Also nicht ganz perfekt. Also ein ganz ein leichter Wind ist aufgekommen. Der hat mich vielleicht jetzt die 28er Zeit gekostet. Aber abgesehen davon war schon eine tolle Veranstaltung. Auf den Plätzen 2 und 3 landen Markus Hartinger und Manuel Innerhofer. Neue österreichische Rekorde gibt es in der U18 durch Emil Bezetschny und in der U20 durch Sebastian Frey.